Meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Heute packen wir gemeinsam die My Little Box aus und zwar habe ich sie mir bestellt. Zum allerersten Mal, ich wollte sie schon so lange mal ausprobieren und jetzt habe ich gedacht, nutze ich die Chance. Ich hatte so einen coolen Rabattcode bekommen, den ich von Claudis Welt habe und da musste ich zuschlagen. Es gab nämlich diesen Monat so einen Doppelpack. Das ist My Little Box X Albertine und ich fand das so spannend mit diesen beiden Taschen, dass ich es bestellen musste. Und ich habe gedacht, ich packe es mit euch gemeinsam aus. Ihr habt wahrscheinlich schon Unboxings gesehen, aber vielleicht habt ihr trotzdem Bock jetzt auf dieses Video und begleitet mich hier beim Unboxing. Was ist schon ein Unboxing ohne euch? Deshalb habe ich gedacht, lade ich es trotzdem hoch und wir gucken gemeinsam rein. Wenn ihr wissen wollt, was ich zu der My Little Box sage, ob ich sie mir vielleicht weiterhin kaufe, dann bleibt dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Little Box. Die kostet normalerweise 17,90 Euro, meine ich. Und diesmal gab es halt so ein Doppelpack für 34,90 Euro, also oder 35,90 Euro, auf jeden Fall so um die 35 Euro rum. Und da habe ich gedacht, muss ich zuschlagen. Und ich hatte einen richtig guten Rabattcode. Da habe ich 10 Euro sparen können, weil ich noch nie My Little Box Kunde war. Ich habe also nur 25 Euro für diese beiden Taschen hier bezahlt, was ich mega, mega günstig fand. Vor allen Dingen, um das halt mal auszuprobieren, habe ich gedacht, mache ich das einfach mal. Vielleicht behalte ich sie auch weiterhin im Abo, falls euch das interessiert. Ihr könnt ja mal unten einfach in die Kommentare reinschreiben, ob ihr bei mir vielleicht die My Little Box sehen wollt. Ich überlege noch, ob ich die Mia Box weiterhin im Abo behalte, beziehungsweise ob ich sie weiterhin kaufe und dafür vielleicht die My Little Box und dann vielleicht alle zwei Monate die Mia Box. Ich überlege noch. Also momentan bin ich halt echt total gehypt hier drauf, weil da sind immer so schöne Sachen drin. Da sind halt immer Accessoires drin, da ist Beauty drin. Meistens hat man auch eine richtig schöne Umverpackung. Ich glaube, da sind auch ab und zu Schmuckstücke mit drin und sowas. Also das ist sehr, sehr interessant. Deshalb, ich habe es bei Claudi gesehen und ich fand es so schön. Also Claudis Welt kennt ihr wahrscheinlich alle. Wer sie noch nicht kennt, ich verlinke sie einfach mal in die Infobox unten rein. Dann könnt ihr bei ihr auch mal schauen. Ja, jedenfalls ist das gute Stück jetzt oder die guten Stücke bei mir angekommen. Mit dabei war einmal so eine richtig coole Karte hier, die hebe ich mir auf, finde ich sehr schön. Und ja, einmal diese beiden Säcke, also das sind so Taschen, die hängen quasi aneinander, die kann man aber auseinander machen mit so Druckknöpfen. Und das ist von dem Modelabel Albertine und davon sind, glaube ich, auch die Taschen. Und ich finde die Taschen einfach nur so wunderschön, gerade diese gestreifte finde ich so schön. Und die packen sich auch so schön weich an. Ja, also ich weiß jetzt nicht, welche Box für welchen Monat ist. Die My Little Box geht ja in Urlaub, so wie ich das gelesen habe. Und das ist anscheinend jedes Jahr so, dass der Juli für August auch noch mit gerade geschickt wird, damit die Kunden quasi zwei Boxen auf einmal haben und im August kommt dann dafür keine. So habe ich es zumindest verstanden und ich glaube, so ist es auch. Also ja, haben wir jetzt für Juli und für August. Ich fange einfach mal mit der schönen gelben Tasche an, also die ist wirklich so weich. Ich habe bei der Claudi nur so ein bisschen reingeguckt. Ich habe mir nicht alles angeguckt, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte. Also hier sind schon eine Menge Produkte drin. Schreibt mal unbedingt, was ihr von der My Little Box haltet. Also ich bin noch richtig gespannt jetzt und weiß es noch nicht genau. Hier ist einmal dieses kleine Päckchen drin, Delacé. Und zwar steht hier losgelöst, feiner Sand, weiches Haar. Du kannst seinen feinen Zähnchen vertrauen, er wird deine salzige Strähne zärtlich entwirren. Sein natürliches Material aus Bambusholz respektiert die Tiefe deines Ozeanhaares Aloha. Feiner Sandstrand, fein gekämmtes, weiches Sommerhaar und sonnengeküsste Haut. Und hier ist einmal ein Kamm drin und zwar aus Bambusholz. Also den finde ich echt cool, teste ich gerade mal aus. Also ja, ich kann mir vorstellen, den kann man auch gut in die Handtasche reinpacken, weil der halt so schmal ist. Da freue ich mich auf jeden Fall schon mal drüber. Der hat auch echt eine gute Qualität, finde ich. Der fühlt sich sehr wertig an. Hier ist auch einmal so ein Flyer mit drin, aber das hat, glaube ich, irgendwas zu irgendeinem Produkt zu bedeuten. Ich finde jetzt hier gar nicht irgendwie so eine Produktkarte. Gibt es hier, glaube ich, gar nicht. Ich weiß es aber nicht. So, das nächste ist einmal das hier. Das ist auch nochmal extra verpackt und hier steht schon Cognac drauf. Also das wird ein Cognac-Sponge sein. Also das ist einmal richtig süß. Das ist so ein Cognac-Schwamm und zwar in Form von einer Muschel. Die Idee ist mega cool und Cognac-Schwämme mag ich total gern. Kann man immer gebrauchen. Und in Muschelform sieht der auch gerade ein bisschen schöner aus, wenn der im Bad hängt. Also den kann ich auf jeden Fall gebrauchen, da freue ich mich auch mega drüber. Dann ist noch ein Produkt hier drin von der Marke Fresh und die ist mir jetzt schon öfters auf Instagram begegnet. Soy Face
Cleanser steht hier drauf. Das ist für Augen und fürs Gesicht. Gerade mal gucken, was hier steht, weil ich glaube, das hier war dafür. Also das ist passend zu deinem Fresh Cleanser. Findest du deinen Cognac-Schwamm in Muschelform in deiner Box? Cognac wird in Japan seit über 2000 Jahren konsumiert und hat unbestreitbare ernährungsphysiologische Vorzüge. Dein Cognac exfoliert und reinigt sanft, weil er bei Wasserkontakt aufquillt. Genau, dafür kann man dann diesen Cleanser hier nehmen. Das finde ich schön, das werde ich zusammen austesten. Das hier sind 20 Milliliter, also das ist wahrscheinlich nur so eine Probe. Aber das kann man dann halt zusammen austesten. Finde ich, passt auch ganz gut zusammen. Und jetzt sehe ich Produkte, die hatte ich halt gesehen, dass es die gab, und das war für mich halt auch ein Grund, warum ich die Box gekauft habe, weil ich das so cool finde. Hier ist nämlich was von Maria Nila drin. Maria Nila macht ganz tolle Haarprodukte meiner Meinung nach. Und das ist Echo Therapy Revive Shampoo und das ist ein Conditioner. Das ist ein Micellar Detox Shampoo und der passende Conditioner dazu. Das finde ich ganz toll. Und ja, Maria Nila macht halt einfach wirklich schöne Sachen. Duftet richtig schön, also so richtig schön frisch, so ein bisschen süßlich. Werde ich auf jeden Fall austesten. Über die beiden Produkte freue ich mich mega und die sind ja auch total handlich. Kann man sogar einfach hier drin lassen, könnte ich dann mit zum Schwimmbad nehmen oder so. Ich gehe ja immer schwimmen. Dann haben wir hier von I&M noch was dabei. Eine Maske, die hatte ich auch noch nie. Eine Hydro Boost Gel Maske und ein Super Soft Peeling mit Aloe Vera und Reis. Das finde ich auch gut, hatte ich noch nie von I&M. Ich hatte bis jetzt andere Masken, aber diese hier noch nicht. After Work heißt die. Reinigung und Maske in einem. Die Maske ist mit Hyaluron und mit Granatapfelkernöl. Hört sich interessant an. Ja, und dann haben wir halt noch die Tasche, ne? Also die ist dann auch noch mit dabei. Die ist ja von Albertine und das finde ich, also die Tasche finde ich, ich finde die einfach genial. Ich finde die so süß. Allein für die Tasche hat es sich gelohnt. Ich denke, 25 Euro ist auf jeden Fall ein guter Preis gewesen. Jetzt haben wir die zweite Tasche und da gucken wir jetzt auch natürlich gemeinsam rein. Die sieht einmal so aus. Hier sind auch schöne Produkte, ich sehe es schon. Hier ist einmal... Ah ja, okay. Hier ist einmal so ein Flyer auch nochmal drin und hier steht es auch nochmal. My Little Box X Albertine. Diese Box ist in Kooperation mit der Bademoden- und Dessous-Marke Albertine entstanden. Die stilvolle Brand mit einem Hauch Rock'n'Roll und der Leidenschaft für Ozeane wurde von beiden Schwestern Anemone und Carolina in Biarritz gegründet und bringt dir diesen Sommer einen doppelten Pouch mit der perfekten Ausrüstung für die schönsten Monate des Jahres. Das finde ich wirklich schön. Also das muss ich echt sagen. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut, dieses Thema und diese Zusammenstellung. Dann haben wir noch eine Karte dabei und zwar ein Spoiler für nächsten Monat. Das ist ja interessant. Gucken wir doch gerade mal, was sie da so spoilern. Und zwar, die Arbeit hat wieder begonnen und die Ferien sind schon in weite Ferne gerückt. Um die letzten Strahlen des Sommers einzufangen, lümmeln wir auf Dachterrassen rum und genießen spätsommerliche Sundowner. Das stimmt natürlich. Freu dich auf ein ultra softes Trendaccessoire, das mit dir die Süße des Lebens einfängt und neidische Blicke auf sich ziehen wird. Sehen wir uns nächsten Monat. Also das ist ja schon so eine Aufforderung, dass ich nächsten Monat wahrscheinlich, also beziehungsweise im September die My Little Box dann doch nochmal nehmen werde. Also mir gefällt der Inhalt jetzt sehr gut und ich muss sagen, dafür ist es meine erste. Ich bin echt begeistert davon. So, dann haben wir hier, das ist natürlich auch mega cool, von Susanne Schmiedeberg, Dr. Susanne von Schmiedeberg, eine Maske, und zwar Hyaluron Gel Eye Pads sind das Powerlift Effekt. Das ist auch geil, da freue ich mich mega. Die sollen ja so richtig gut sein und dann kann ich die mal austesten. Also das ist eine coole Sache, finde ich. Und ich sehe auch schon das nächste, was mega cool ist. Wir haben hier was von Barbour drin, und zwar von Dr. Barbour. Eine Neurosensitive Cellular Intense Calming Cream. Das ist eine Gesichtscreme und zwar ein unangenehmer Juckreiz wird spürbar gelindert, Rötungen sowie Irritationen werden sichtbar reduziert. Die Haut erholt sich schneller und ihre Widerstandskraft wird gestärkt. Frei von Duft und synthetischen Farbstoffen. Hört sich gut an, sind 15 Milliliter. Ich muss mal gucken, ob ich die verwende oder vielleicht verlose ich sie auch mal an euch. Aber grundsätzlich ist das ja ein richtig cooles Produkt von Barbour. Also das ist schon was Gutes, was hier drin ist, finde ich. So, dann geht's weiter. Ah, dann haben wir hier ein Accessoire. Und zwar von Albertine. Und ich meine, das hatte ich irgendwo auf dem Bild schon gesehen. Das ist einmal so ein Tuch, ne? Das sieht schön aus. Das ist ein richtig schönes Tuch, passend zu den Farben von der Tasche. Und das ist halt sowas,
Das kann man vielleicht auch am Strand anziehen oder so, wenn man denn mal an den Strand kommt. Aber das ist halt einfach so ein Tuch, das kann man sich auch mal so überhängen, ne? Also das ist richtig schön, sieht sehr, ja, sieht gut aus, ne? Sind schöne Farben, mir gefällt das richtig gut. Ich kann mir das vorstellen, dass man das auch in der Handtasche hat und dass man sich das abends einfach so überhängt, wenn man mal irgendwo noch spazieren geht oder so, ist das richtig schön. Kann man auch als Halstuch oder so sicher verwenden. Also hat sehr schöne sommerliche Farben oder man kann sich's um die Hüfte binden, wenn man jetzt am Strand oder im Schwimmbad oder so ist. My Little Box X Albertine. Also das fühlt sich sehr, sehr schön an von der Qualität und passt halt auch wirklich super gut zu dieser Tasche, ne? Also das finde ich echt schön, muss ich sagen. Also ein Pareo ist das, ne? Das steht hier auch nochmal drauf für die Hüften oder ja, kann man sich halt dann umbinden, wenn man ein Bikini anhat oder sowas, beim Abtrocknen zu helfen. Also man kann sich damit anscheinend auch abtrocknen. Es ist aus recyceltem Polyester. Wird bei Bedarf auch deine zarten Schultern vor schädlichen Strahlen schützen? Ja, das meine ich. Also wenn man, das kann man sich halt auch einfach mal umhängen oder so. Finde ich sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Und ja, die Farben, ne? Also das ist wirklich schön, schön sommerlich. So, und jetzt haben wir noch zwei Produkte. Wir haben hier einmal ein milchiges After Sun Spray von My Little Box direkt. Und das finde ich auch so toll. My Little Box hat eigene Produkte, die immer mal wieder in den Boxen landen. Ich glaube sogar, dass jeden Monat eins mit drin ist, wenn mich nicht alles täuscht. Ich gucke ja immer die anderen Unboxings. Und das sind 100 Milliliter und ich habe schon so oft gehört, dass die Sachen so gut sein sollen. Das ist ein Mist. Lova Lova steht hier drauf. Kokosnusswasser und Tiareblume. Feiner Sprühnebel ist die Rettung schlechthin, wenn du etwas zu lange in der Sonne gebrutzelt hast. Egal, ob du, Lou, Jennifer oder sonst, wie heißt, wenn deine Haut spannt, sprühst sie ein. Das hört sich gut an, das testen wir direkt mal aus. Ich finde sowas immer gut. Also das kann man ja auch anwenden, ohne dass man in der Sonne gesessen hat. Oh, das ist ein richtig schöner Duft. Das riecht nach Sommer pur, nach Urlaub pur und fühlt sich total pflegend an. Richtig schön der Duft, das würde ich euch gerne, also das riecht so ein bisschen wie dieses Monoi von Yves Rocher. Also das riecht sehr frisch und tropisch und sommerlich, gefällt mir echt gut. Und es ist erfrischend und kühlend, also das gefällt mir sehr gut, das Produkt. Und genau, machen wir weiter mit dem nächsten. Ich wollte hier auch nicht so lange jetzt heute rummachen, dann ist das für euch vielleicht langweilig. Walking on the Sun, hier ist einmal so ein kleiner Umschlag mit bei. So, und hier in dem Umschlag ist einmal eine Kette, beziehungsweise das ist für Brillen, also so eine Brillenkette ist dabei. Ich will gerade mal gucken, also die ist auf jeden Fall so goldfarben und die sieht so schön aus. Ich habe mir letztens erst eine gekauft und zwar hatte ich mir die geholt beim Flohmarkt für 50 Cent. Ich habe mich so gefreut, dass ich so eine coole gefunden habe, aber die ist jetzt auch nicht schlecht. Also die kann man sich halt so umhängen. Ich hole mal meine Brille und dann gucken wir mal. So, ich habe mir jetzt mal meine Brille geholt. Also ich habe ja regulär immer eh eine Brille auf, aber hier beim Drehen halt nie wegen den Ringlichtern, weil das spiegelt, das werdet ihr jetzt sehen. Aber so kann man das grundsätzlich tragen. Ich finde das mega cool und mega stylisch. Also ich finde das so schön. Gerade bei einer Sonnenbrille ist das echt schön, finde ich. Und jetzt mit den dunklen Haaren kommt das halt schön raus. Ja, ich finde das total cool. Das spiegelt halt jetzt, aber ja, ich finde die Kette mega. Ich will mal gerade schauen, ob man die vielleicht auch normal tragen kann. Das kann man, damit man die halt nicht verliert, ne? Das kann man dann halt abmachen und ja, kann sich die halt hier so quasi umhängen. Ich habe jetzt gerade keine Sonnenbrille zur Hand, aber mit der Sonnenbrille kann man das halt dann natürlich auch machen. Ich finde es mega cool, muss ich sagen. Und das kann man halt auch so mit seiner normalen Brille tragen. Finde ich auch total stylisch. Wie gesagt, ich habe sowas schon und trage das auch öfters. Ich hatte mir letztens so einen coolen Hut hier gekauft auf dem Flohmarkt. Und da habe ich meinen Hut angehabt und habe dann meine Brillenkette dabei getragen. Das fand ich auch ganz cool. Ja, und sowas finde ich halt total schön. Und das macht auch echt was her. Ist eine gute Qualität. Ja, also man könnte das jetzt auch so tragen. Hier unten ist nochmal was dran. Ne? So ein kleines Plättchen, so ein goldenes quasi, und das könnte ich jetzt auch so anziehen, also wenn ich dann noch eine andere Kette oben drauf habe, ja, würde das sehr schön aussehen. Ich weiß nicht, ob man die vielleicht noch enger machen kann, eventuell, dann könnte man sie auch weiter oben tragen. Also ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schön und ich freue mich über die ganzen Produkte total. Hat richtig Spaß gemacht, die jetzt auszupacken und zu entdecken. Also wie gesagt, meine erste My Little Box und ich finde die total knuffig, also ich finde die wirklich schön.
Und man hat halt noch diese beiden Taschen jetzt, ne? Ich weiß nicht, wie hoch der Wert jetzt der Produkte ist. Ich glaube aber, der ist wirklich ganz gut. Ja, die Taschen, also ich habe es jetzt nochmal so zusammen gemacht. Ihr seht, die halten dann zusammen, ne? Kann man halt hier mit einem Druckknopf quasi wieder zumachen. Also es ist sehr gut verarbeitet, sehr schön. Und dann halten die auch zusammen. Kann man dann halt auch so mit zum Strand, zum Schwimmbad oder sonst wohin mit hinnehmen. Mir haben jetzt alle Produkte richtig gut gefallen. Also hier war nichts dabei, wo ich sage, okay, nee, das brauche ich nicht. Außer eventuell die Dr. Barbour Creme, aber die werde ich einfach mal austesten. Also schaden kann es ja wahrscheinlich nicht. Das ist halt so eine Intensivpflege quasi. Und ansonsten die Produkte wirklich, wirklich sehr schön, sommerlich, absolut passend für den Juli, finde ich. Schreibt mal eure Meinung gern unten in die Kommentare rein, was ihr zu der My Little Box sagt. Und vielleicht wollt ihr ja auch, dass ich die weiterhin auspacke. Dann schreibt es mal auch unten rein. Dann kann ich so ein bisschen abschätzen, ob euch das interessiert oder ob ich die dann für die Katz kaufe. Weil manchmal merke ich, schaut ihr manche Videos nicht so gern. Grundsätzlich ist es so, dass ich ja Videos mache, die euch auch interessieren oder euch interessieren sollten. Deshalb möchte ich da halt nicht das Gegenteil machen. Also schreibt es einfach mal rein, ob ihr da Lust drauf habt, dass ich die weiterhin zeigen soll oder sonstige Ideen, Videoideen, könnt ihr auch gerne mal unten reinschreiben. Ich werde jetzt demnächst auch nochmal anfangen, meine Sachen hier abzudrehen, also meine Schminksammlung und so. Das ist immer, ja, da muss ich erstmal aufräumen und dann mache ich das mal, dann werde ich das mal wieder filmen. Ich danke euch auf jeden Fall und ich freue mich, dass ihr heute auch wieder mit dabei wart. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Dankeschön, bis dahin, eure Nicole.